Hallihallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Scribble It. Habe ich mein Mikro richtig? Jawohl. Wir sind heute wieder zu fünft unterwegs. Und, nicht Scribble.io, ja. Scribble It, ja. Lass mich doch jetzt mal die Anmod machen. Wir spielen heute in Team, beziehungsweise der Tinte und der Ray spielen in einem Team und der Bunte und unser Super Rampy. Und ich fungiere als Schiedsrichter. Wir haben es ja schon mal so gehabt, die zwei Teams dürfen malen, ich bewerte und der Sieger, the winner takes it all. Ja, das Problem ist einfach, wer das nicht mitbekommen hat, wir haben das schon ein paar Mal probiert, mit dass wir uns gegenseitig bewerten, das ist immer im absoluten Nuklearkrieg ausgeartet. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür die neutrale Schiedsrichterentscheidung. Ja, irgendwann war der Stolz bei manchen zu groß und dann sind uns einfach einig geworden, Fabian ist immer schuld. Ja, natürlich. Deswegen ist er jetzt Schiedsrichter. Auf jeden Fall. Heute werde ich schon sein. Für alles. Dafür gebe ich mal hier einen Daumen nach oben. Fabi ist sogar verantwortlich, was wir malen sollen. Klar, ich darf auch wählen, was die Leute malen hier. Hey. Wenn ich verliere, bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir den Unparteiischen erstmal hier hart schaffen. Jury, wir wissen, wo dein Auto steht. Okay, wartet mal kurz. Okay, der Haken ist irgendwie raus. Wollen wir mal kurz gucken. Stimmt doch alles. Jetzt sind wir gleich in irgendeinem random Game drin, wo wir überhaupt nichts kennen, nichts wissen. Mit anderen Spielern noch. Schauen wir mal. Fabi ist ein ganz allein. Ich bewerte sie alle. Auf Indonesisch oder sonst irgendwie was. So. Also Fabian. Das ist ja klar. Oder? Wir machen ein schönes Gesäß. Och nein. Okay. Doch, das ist das Gesäß mit Nudel oder ohne? Das darfst du ja auch. Nudelgesäß, natürlich. Kommt drauf an, wie gut es mir gefällt. Mal du mal links. Wie links? So. Ich hätte das jetzt so gemalt. Wer ist weg? Der Stift unten ist weg. Ah, nee, er ist da. Nichts verändert. So, wie machen wir das am besten? Verstehst, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber. Legt euch ins Zeug, Jungs. Aber dann hier. Und, ich hab ne Idee. Ja, so schön ist es nicht. Ich wüsste eventuell auch was. Mach mal. Okay, warte. Wir verlieren so eiskalt. Achso, du machst die Ansicht. Ja, geil. Ich mal hinterher. Okay, ist so gut. Meine Katzen besuchen mich. Oder sind das, oder ist es das andere Teil vom Mann? Nein, das ist schon wieder. Warte. Einen kurzen Part. Ja. Oh, das können wir gern nochmal hier. Ja, Martin. Bin ich voll mit Katzenhaaren. Lass dir Zeit, du hast noch 20 Sekunden. Ich weiß nicht, was du lernst. Was machst du da? Ja, was wohl? Das muss man authentisch sehen. Ja, ich bin gespannt, ey. Moment, ja, okay. Das hat doch so. So aus. Ah, genau. Mann, die Zeit ist so kurz. Perfekt. Die Zeit ist so kurz. Da sind wir uns einig. Ich habe jetzt nicht. Oh. So. Ich habe heute eine pinke. Was? Achso, das war Fabi. Da geben wir 0, ja. Da geben wir mal 0. Da könnt ihr gerne 0 geben, aber ihr wisst alle, ich hab heute eine pinke Mütze, also so wirklich eine pink mit so einem Kussmund oben drauf an. Also wenn es damit nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Das ist fertig. Ja. Jetzt Achtung. So, wir geben 5, ne? Ja, wir geben 5. Okay. Wir sagen auch nichts, wir geben einfach nur 5. Ja, also es ist. Es muss es zeitlich dann etwas beschleunigt schon ein bisschen werden. Arg einfach gemalt, muss ich sagen. Es ist zwar mit viel Farbe und so und er beugt sich auch schön vor mit seinem Flacharsch. Ja, das könnte ja alles sein. Aber, also, es ist nicht schlecht. Bauarbeiter werden sollen, die Zeit war zu kurz. Es ist nicht schlecht. Hättest du was gesagt, Mann, ich will nicht helfen können. Ich hab 0 gemalt. Ich geb 5 Punkte dafür. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Ray, wir sind im Rennen, ich schwör's dir. Wir sind im Rennen. Ja, wir haben zumindest mal den Humor getroffen, glaube ich. Wir sind im Rennen. Vor allem, was der untere Körper sieht anders aus als der obere. Ja, das ist. Wir haben das wie ein Maler, das ist quasi die Bleistiftzeichnung ist schwarz und dann ist die Farbe nachgezogen worden. Also, man sieht es ja noch so ein bisschen unten. Die Ansicht gefällt mir besser. Es ist gut, es ist sehr gut, es ist witzig. Also es gibt von mir 7 Punkte. Jawohl, korrekt. Das ist cool. 7 starke Punkte. Also, ich erkläre das mal. Das ist so ein Mensch von hinten, das ist Pupuloch. Ich habe auch nicht alles erkannt. Das sieht aus wie so eine Boje oder sowas. Ja. Boah, fuck. Kleppner. Oh, ich wäre so für Todesstrafe gewesen, aber okay.
Nee, wir sind heute frei. Ja, da haben wir ja die anderen jetzt einen Vorteil. Die haben ja einen Blaumann schon mal geübt jetzt. Nach der ersten Runde das kriegt ihr hin. Ray, lass mir mal kurz was vormalen. Ja, mal vor. Ich mal als Axis war. Simon? Okay. Weiß nicht, soll ich mal anfangen? Nein, verwirrt. Lass mich mal anfangen. Ach so. Okay. So, da kommt jetzt Blau raus, ne? Ja, warte mal, ich habe eine Idee. Mal mal kurz, vielleicht weißt du, was ich malen will und dann. Ja, ich weiß schon, was du malen willst. Mach du den Mensch fertig, ich krieg das rechts hin. Okay. Ja, ich weiß nicht, was du gerade malen willst, aber ich wollte. Ja, keine Ahnung, was ist das? Was wohl, der Typ? Ja, schon. Achso, du malst das mit Blau. Ah, okay. Ja, genau. Die Arme? Ja. Wunderbar. Okay, wir sind uns einig. Du? Gib ihm so einen fetten Schraubenschlüssel irgendwie. Ja. Die Zeit ist doch knapper als gedacht. Nee, das wäre doch alles easy. Warte mal, wir machen jetzt hier eben noch so Schuhe. Bin gespannt, ob jemand meine Idee umsetzt, was ich jetzt mir gedacht hätte, wie man Klempner am besten malt. Mhm. Da kriegt es noch so ein Hütchen auf, okay? Ja, oder so. Ja, auch cool. Mhm. Ja, ich find's gut. Ganz ehrlich, ja, in der Zeit. In der Kürze der Würze ist das Kindergartenniveau erreicht, würde ich sagen. Absolut, Mann. Super geiler Fur. Ja, das war auch wieder null, natürlich. Wieder null, traditionell. Ja, das ist okay. Da würde ich die dreifach Null wählen. Drei. Kommt irgendwas, so. Oder? Oh! Wieso gibt der Daumen nach unten? Ein richtig realistischer Klempner, finde ich. Und das ist geil. Vor allem schöne Farbgebung hier mit dem Mario-Touch natürlich. Hm. Doch, ich find's echt sehr gut, muss ich sagen sogar. Ja, ich weiß zwar nicht, was es in der Hand sein soll, was unten rausguckt, das sieht aus wie ein Daumen. Der Daumen nach unten, also ihr macht bitte den hier, die Farbe sagt viel dunkler aus, als sie tatsächlich. Der hat sich auf den Daumen gehauen. Sind für mich 8 Punkte, muss ich sagen. Ich find's echt sehr gut. Ich fand ihn auch sehr stabil. Der hat sich auf den Daumen gehauen, deshalb ist das so überdimensional geworden. Das ist nicht der Klempner-Daumen, der hängt immer nach unten. Okay, ja, ich find's schön, er klettert unten rein. Also man sieht ihn hier wirklich in Aktion. Er hat sogar vollfarbige Schuhe, ist auch wichtig als Klempner. Es ist halt nichts groß ausgefüllt, es ist halt wieder so ein bisschen darum skizziert. Geht's. Merkst du das, Ray? Ich glaube, wir müssen da echt... Okay. Ich finde es aber auch gut, ein Ticken schlechter, als es gerade eben gibt, aber auch 7 Punkte, finde ich. Ich finde es gut. Sehr, sehr nett. Vielen Dank. Damit können wir leben, oder? Das heißt im Hintergrund noch... Schöne Ansicht auf jeden Fall. Ray sagt nichts mehr. Okay, er kann damit nicht leben. Naja, absolut. Ja, aber das Ausfüllen, wir müssen da ja, die Zeit direkt war halt zu ja, knapp. Ja. Ich hätte gerne die Brieftaube. Nein, Attentat. Holy shit, Tiere. Tiere ist Fabian. Warte, ich will die Taube malen, irgendwie, wie auch immer. Du willst alles malen und dann ist die Zeit rum. Ja, okay, dann mal ich den Brief. Was willst du malen, Simon? Poststation. Geil. Ja, das muss ich irgendwie zusammenmalen. Ich weiß nicht mal, kannst du so irgendwie vernünftig malen? Wieso ist das Farbrad weg? Muss ich mir ja wie. Hä? Ist es nicht sinnvoll, erst die Taube zu malen? Ja, und dann? Keine Ahnung. Ich fang mal an. Kann man machen. Warte mal, ich fang mal an. Was machst du jetzt? Flügel? Okay, ja. Die haben so eine hässliche Optik da. Ja, absolut. Ich bin voll bei dir gerade. So hätte ich es genau. Aber jetzt. Wie ist dann der Rest? Ist hier der Körper. Weiß ich, kann ich machen? Warte. Ja, mach mal. Aber jetzt brauche ich den gleich dicken Stift wie du. Ach, so mach ich ihn dicker, ja. Machen wir kurz den Brief nochmal weg. Nein! Dass es nicht im Weg ist, weißt du? Das machen wir gleich ganz geschickt. Hat jemand von euch schon mal eine Taube in der Hand gehabt? So eine lebendige? Nein, will ich auch nicht. Die scheißen dich nur voll. Also ich hab mal eine in der Hand gehabt, auf jeden Fall. So. Die ist bei uns an die Scheibe geflogen und dann habe ich sie. Könnte jetzt halt auch eine Ente sein, ne? Ja. Oh, Simon, ich krieg die Farbe nicht aber mehr die sehen ähnlich aus, ich schwör dir. Nee, du kriegst die Farbe nicht mehr hin. Hätte die nicht verwendet. Ich geb mir mal den Brief in den Mund, okay? Ja, du darfst ja, von der Zeit einfach rumlassen. Weiter, Deal. Oh nee, das ist, halt, ich muss eins zurück. Ich hab nicht mehr viel Zeit, Martin, mach was! Ich kann nicht weitermalen! Gas geben. Ja, mal einfach was weiter! Top, ich schwöre, das ist top. Das ist richtig gut. Ja, aber das haben wir wieder nicht ausgemalt. Ja, jetzt machen wir, das machen wir jetzt. Ja, super, perfekt. Was willst du mehr? Ah! Hier, machen wir noch so. Oh, es war weiß. Okay, egal.
Machen wir hier noch einen roten Punkt. Nein, kann ich jetzt. War gut. Ray war gut. Oh, wow. Ist nett. Okay, das ist gut nett. Gemalt mitten im Flug. Sogar hier mit dem Briefchen am Beinchen, also mit so einer Nachricht zusammengerollt. So machen sie die Brieftauben auch. Oh ja, jetzt. Die werden, ja, wollen wir jetzt realistisch oder wollen wir? Das ist jetzt überlassen. Ich würde sagen. Jetzt hört auf, den Schiedsrichter zu beeinflussen, wenn er es gut findet. Ich finde es gut. Gibt von mir 8 Punkte. Ich finde es den Kopf ein bisschen komisch, muss ich sagen. Passt nicht ganz. Aber sonst ist es gut gemacht. An der Tür hängen, zwischengeklemmt, da am blauen Kopf gekriegt. Ja, aber es ist okay. Es ist echt gut. 8 Punkte für mich. Also gerade mit dem Nachricht am Bein fand ich geil. Alter. Bisschen Eigenwerbung zwischendurch. Ah, kreativ, immer auch ein bisschen was anderes. Ja. Da sind sich immer alle einig. Ja. Ah, okay. Come on. Herrlich. Also wirklich. Come on. Ist echt herrlich. Also die Form was? Die Form war vorhin wirklich besser, muss ich sagen. Ja, realistischer. Ja, aber es hat einen schönen Cartoon-Touch. Das ist erst der Brief im Mund. Genau. Ja. Der Schnabel ist viel zu groß. Ist das der Bauch hätte ein bisschen fetter sein müssen, also, aber sonst. Ich persönlich will es hier 9 Punkte geben. Ja, Mann! Ich finde es einfach geil. Ich finde es persönlich einfach geil. Aber die andere Freundin war auch gut. Das ist der Brief Schwan. Das ist es im Comic. Ah, hallo. Ich fand es schön gemalt. Ja, jetzt hier nicht immer beeinflussen wollen hier. Korrekt, Alter, korrekt. Ei. Dieser Schiff war du, hey. Was ist denn da? Nee, da wäre ich für Schnürsenkel, ja? Ja, okay. Geilig. Ich mal den linken, du malst den rechten, Ray. What the fuck? Erst brauchen wir einen Schuh, oder? Ja, eben. Du malst den rechten, ich mal den linken. Okay. Ich nehm mal den. Okay. Bin verwirrt, wie viel Platz ich jetzt gleich haben werde. Ich weiß doch nicht, ob ich das grafisch hinkrieg. Ach so. Malst du das? Warte. Ja. Warte, ja. Das ist noch nicht, was ich will. Wie machen wir jetzt aufmerksam, dass es darum geht? Das ist nicht so einfach. Achso, und jetzt gerade hier praktisch. Jetzt noch. Hey, warum kannst du die Farbe nicht wechseln? Hallo? Ah, okay, jetzt. Das voll hässlich. Ja, ich auch, aber ich weiß auch gerade nicht, wie wir es besser zusammen das Standard-Dings organisiert bekommen. Aber jetzt müssen wir Farben bringen, Ray, ich schwör dir, sonst ist er wieder sauer. Okay, du machst weiter. Nein, zu viele weiße Stellen. Oh, nur 8 Sekunden, Jungs, die Zeit geht rum, ey, es geht schnell. Oh, jetzt geht der Schnürsenkel weg. Alles, ach, egal. Ja, das gehört zum Design dazu, diese weißen Stellen. War nicht optimal, aber es sind halt Schnürsenkel. Ja, also, ich finde es gut. 2 unterschiedliche Schuhe, dickere Schnürsenkel, dünnere Schnürsenkel, ein Schnürsenkel am Boden. Absolut, Mann. Ja, Mann! Das sind die Kopfhörer am Boden. Nein, nee, das sind die Schnürsenkel. Das ist ein Schnürsenkel. Das ist ein Schnürsenkel. Es ist nicht mega kreativ, aber ich finde es gut und es gibt faire 7 Punkte von mir dafür. Ja, finde ich stabil. Das ist okay, damit leben wir. Wenn die jetzt was richtig raushauen. Ich hätte mir weniger gegeben. Nee, wenn man jetzt mal hier. Er hat noch Platz nach oben, aber kann es fair bewerten. Ich finde. Oh, nice. Ja, okay. Mit das ist halt eine Liebesbeziehung. Ja, Mann. Das ist nice. Ist echt gut. Also, ich finde diesen Kontrast auch in schwarz, rot und weiß gut. Es ist zwar nicht ausgefüllt. Es ist nicht ausgefüllt. Die Schuhe. Aber das sind weiße Schuhe mit schwarzen Sneaker. Was kommt bei dir sonst außer weiße Sneaker, bitte, alle anderen? Aber ich muss ehrlich sagen, es wäre nicht fair, die besser zu bewerten. Deswegen gebe ich hier auch 7 Punkte. Ich finde, die anderen waren genauso gut im Schnitt. Wirklich. Der Kontrast lustig, gefällt mir hier, aber die anderen waren für mich noch ein bisschen stabil, mehr Arbeit. Ich hätte die besser bewertet als uns selber, aber da sieht man ja auch wieder, ich bin selbstkritisch. Also, Ich glaube, jetzt habt ihr gewonnen mit 7, weil wir vergessen haben, euch 5 zu geben. Furb, why?
vorbeischaff ist, was du letztens einmal getan hast. Richtig, da war der Abstand noch ein bisschen so groß. Und dann ist aber Schmetterling. Das ist ein Schmetterling letztes Mal verrissen, oder was? Das ändert, glaube ich, nichts. Doch. Weil da 7 stand. Und bei uns stand 6, irgendwas, weil die 5 gegeben haben. Weil wir haben 0, also wir haben gar nicht gewertet. Siehst du, die haben jetzt 7 glatt. Dadurch. Ah, schon, okay. Aber ist okay. Scheiße. In meinen Augen haben sie gewonnen. Nein, bitte nicht. Ich hätte gerne den Leopard. Oh nein! Yeah. Oh, die scheiß Tiere. Ja, halt. Ich hab ne Idee, lass mich mal. Ich hab eine übelst geile Idee. Ja. Da kann aber habt ihr gerade verstanden? Oh, Martin, ich hab eine Idee. Ich weiß nicht, ob du das machen kannst. Dass das gerade alles ändert, was gerade passiert ist? Ah, ja, ja. Meinst du, das kriegst du hin? Weiß ich nicht. Warte, ich mal ganz schnell, damit du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß auch schon was. Ja? Ich weiß, was du machst. Na klar. Meinst du das? Idee, Mann! Idee, oder? Ja, Mann, das ist. Ja, los! Oh, schnell. Kann ich da unten so ein Finger reinmalen? Du hast echt strange Farben für sowas, aber ist okay. Ist das okay, oder? Ja, ja, machen wir. Vernichtet das. Ja, ist gut. Halt doof, dass der Farbmischer deaktiviert ist. Ja, den können wir eigentlich ausfüllen, würde ich sagen. So. Ich bin jetzt noch so ein Bahn... ich meine, so Streifen hat er doch, oder? Leopard hat doch so Streifen. Ja, ja, ein Leopard hat so Streifen, ja. Und Punkte und... ne? Weiß ja. Ah, stimmt, Leopard hat Punkte. Aber ihr habt verstanden, warum wir eigentlich verloren haben, weil ihr wurdet jetzt gerade besser gewertet als wir, weil. Ja, ja. Wir keine. Ja, aber egal. Nein! Obwohl Ferb eigentlich bei uns war. Warum hast du es nicht geschlossen? Ja, egal. Leopard! Und bitteschön. Ah, herrlich, das sowas wollte ich sehen. Also, das sieht eher aus wie ein französischer Panzer, muss ich mal dazu sagen. Was? Das ist, ja, aber das hast schon recht. Es geht um die Sache. Es ist gut, ganz ehrlich, es ist schön. Einzel Leopard, ja. Leopard-Prototyp. Ja. Nee, es ist gut gemacht. Ich würde 7 Punkte geben. Ich schwank zwischen 7 und 8, aber doch eher 7, aber es ist gut. Ah, ja. Ist gut, ist es gut. Auf jeden Leopard Fall. Ist aber ein 10er Panzer in World of Tanks. Ja. Gibt's aber auch als für Level 5er Panzer. Finde ich ziemlich gut, da muss man schon 10 Punkte geben, ja. Ja. Aber nicht schlecht. Wenn du jetzt einen Twitch-Kanal hättest, kämst du da noch Werbung für den machen. Ja. Oder Twitter. Ah, natürlich, die gleiche Idee. Es ist zwar ein Hintergrund, aber der Panzeraufbau, muss ich ehrlich sagen, ist hier nicht so geil wie in dem Bild. So sieht's aus, Mann. Wäre es unfair, wenn ich dir die gleichen Punkte geben würde. Ja. Es ist gut gemacht, viele Farben sind drin. Man sieht hier mit dem Grau, mit dem Turm. Ray, du musst werden. Es ist nicht. Ah, aber gut, die Panzer haben wir von uns eher den Leopard als der vorher. Hör zu, ich gebe auch 7 Punkte, weil mir ist gerade aufgefallen, dass die Panzerung über die Ketten geht. Das ist ein Detail auf jeden Fall, ein schönes Detail. Deswegen auch 7 Punkte von uns. Das hatte aber der Leo 1 nicht, das ist Lüge. Viel besser. Wir müssen ja nicht den Leo 1 machen. Wir waren doch jetzt eigentlich meistens besser, warum liegen wir denn jetzt hinten? Hautarzt bitte, ne? Wieso, ihr habt doch gerade gewonnen. Der Hautarzt. Nee, wegen der einen Runde vorher. Ja. Liegen wir hinten. Weil wir da nicht richtig gewertet haben, oder was? Hautarzt? Ja. Ja, weil wir verkackt haben beim Voten, sind wir selber schon. Ist eine Idee, Simon? Ja, okay, schieß los. Ich mal den Arzt. Ja, mal. Was auch immer das heißt. Ich mal die Haut. Okay. Nee, ich hab eine Idee. Weißt du, was ich meine? Nein! Warum ist das gelb? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, was haben wir jetzt? Das wollte ich nicht.
Oh, das ist eins außerhalb gerade. Egal. Oh. No. Ja, das ist okay. Ah, wir können noch ein bisschen Farbe rein. Ah, nein. Die Zeit. Ich habe halt direkt mit Farbe. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist das? Ich verstehe also, gar nichts. Doch, mit der Lupe, mit dem Kittel, ich find's echt gut sogar. Was? Wo ist ein Kittel? Wer hat denn da eine Lupe? Der hat einen weißen Kittel, hat die Lupe, hat sie zwar nicht in der Hand, ist nicht ganz fertig gemalt. Ja, der Arm fehlt. Ah, jetzt. Also ganz ehrlich, wenn es nicht fertig gemalt wäre, wären für mich auf jeden Fall stramme 9 Punkte. 8 was? Ist leider. Also ich gebe 7 Punkte, weil es nicht ganz fertig ist leider, aber... Du musst noch 5 geben. Ich find's gut. Oh fuck, ja, jetzt muss ja hier was kommen, so wie Pascal und Matti jetzt. Ey, ja, also jetzt kommt ja mal richtig was Geiles. Und das ist auch besser. Jetzt das hier kommt nämlich jetzt. Das ist der Hammer, das ist der Beste. Ich gebe 10 Punkte. Tut lieber die Mörchen. Die Mörchen. Und das ist besser. Also ganz ehrlich, vorhin war ich selbstkritisch, aber das ist besser. Oh, okay. Ja, jetzt da kennt man sofort, was Sache ist. Es ist gut, er sieht aus wie so ein weißes Blutkörperchen und ja, mit dem Masern. Okay. Wow. Niemand geht mit Masern zum Hautarzt. Das ist scheißegal, aber es ist klar, also, Es ist eine Hautkrankheit. Nee, ich finde es echt richtig geil. Ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen könnte in der Zeit. Was willst du denn? Ist das ein Roboterarzt? Absolut, Mann. Nee, ich finde es schön gemacht, da sind sehr viele Details drin. Und, also, ist das ein Roboterarzt oder ein Gespensterarzt? Das ist ein Hautgespensterarzt, ein Gespensthautarzt oder so. Nee, das fand ich echt mega. Super. Sind wir gerade ernsthaft genau gleich auf? Ja, jetzt haben wir wieder Gleichstand, das ist gut. Jetzt können wir warum? Ich verstehe nicht. Wir wurden doch immer besser gewertet. Also meistens. Boah, Expedition ist geil. Da müssen wir jetzt aber fix malen. Ich male das erste vor, du musst ihn nachher malen, okay? Ja, dann mal halt mal vor. Ich habe keine Ahnung, ich habe was. Ich habe eine Idee. Ich habe auch eine Idee, eine mega geile eigentlich, aber. Oh nein, das ist die falsche Farbe. Warum? Ich wüsste grad, eventuell was, Simon. Paper, ja, mal, aber... ich habe auch eine Idee. Aber fang einfach mal an. Das male ich hinterher. Also, das ist halt. Das ist halt eins. Weißt du? Und dann machen wir. Weißt du, was ich meine? Überhaupt mehr malen, schneller malen, so viel Zeit ist und. Das sind halt mehrere. Ach so, okay, ja. Weil die ja so welche Dinge stehen. Mal du mal, was sie angucken. Ja, ja, sowas zum Beispiel, weißt ja, du so. Ja, verrat doch nix, das kriegen die alle mit. Nein. Hä? Jetzt haben wir alle. Fuck, Alter. Was ist das denn jetzt? Das war richtig gut. Okay, es hat auf jeden Fall 10 Punkte, aber. Ey, geil! Aber. Ich dachte gerade so, was hast du am jetzt gemalt? Expedition Pikachu, ey. So, dann los geht's, Freunde. Dann haben wir jetzt auch Thumbnail. Ah, herrlich. Für diese Folge. So, habe ich mir das vorgestellt. Eine Expedition? Das ist schön. Eher. Echt? Ja, klar, das ist eine Expedition. Das ist Hammer. Was? Es war letzte Woche. Winterbesteigung ersten Mal. Ja, ich habe auch gesehen, das Video. Sehr cool. Ist mega, aber wir haben uns was ganz anderes gemacht. Aber ja, ist mega. Ist gut, ist dass du beide Panzer gemalt hast. Also auch die Farben von ja. Dass man sie ist eine geile Idee. Wir haben jetzt 9 Punkte. Ist eine geile Idee. Ja. Ich hab tatsächlich, weißt du, was ich gedacht habe, an unser Pen and Paper. Ich wollte eigentlich Dinosaurier und sowas. Weißt du, ja, so, aber die Zeit hatten wir ja gar nicht. Oh, jetzt haben wir wieder vergessen, Punkte zu geben. Jetzt haben sie eh schon gewonnen. Aber wir vergessen das immer, das ist so dumm.
Wir haben wieder vergessen, Punkte zu geben. Jetzt denkt auch daran, Punkte zu geben. Expedition. Nein, die anderen keine Punkte. Ah, okay, das sind Forscher, das sind die Pyramiden. Ja, genau. Die haben alle grün an. Es sind Iren. Eine irische Expedition. Das ist Tarn. Also, es ist für mich nicht. Also, ich finde es die Idee geil, auch mit den Pyramiden, muss ich sagen. Auch so viele Personen. Es gibt einen Punkt weniger. Ich fand es vorne ein bisschen besser, aber es ist geil. Es ist auf jeden Fall geil. Gerade das Iren sind. Eine irische Expedition, ja, perfekt. Wir haben jetzt super viele Punkte verloren, Fakt weil ist, wir wieder keine Punkte gegeben haben. Ihr könnt es ja ausgleichen beim nächsten Runde. Nein, das geht nicht. Sie müssen dann 0 drücken. Weil wir keine Punkte gegeben haben, kriegen die vollen 9 und nicht die irgendwas. Golem. Aber das sind wir selber schuld. Ja, klar sind wir selber schuld. Das haben wir jetzt halt schon 2-mal gemacht. Das Problem ist, die haben schon übelst viel mehr Punkte, als sie eigentlich hätten im Verhältnis. Eigentlich ist es echt so bitter, Mann. Ja, Golem. Ist halt so. Okay. Ich hab schon eine Idee. Ja, okay, mach mal. Na, Mann! Ah, Moment. Ja, egal, dann machen wir es so. Welche Farbe? Ja. Du kannst ja dann ausfüllen, was? Ja, genau. Ich kann die Farbe nicht. Warte. Das ist jetzt der Kopf. Nicht ganz ausgefüllt, glaube ich. Ah, ich probiere es mal. Das ist gut, Ray. Ja, Golems kenne ich nicht aus. Herzen bin ich einer. Dein Hart. Okay. Ja, ist halt blöder unten, das Ding ist halt im Wege. Ja, obwohl es sieht ein bisschen, wenn du es durchziehst vielleicht. Also ich weiß nicht, was du damit meinst, aber okay. Okay, jetzt sieht man, erkennt es vielleicht nicht. Ah. Muss man das noch? Ja. Ja, ja. Oh! Da, ich glaube, hier am Hals. Versuch's nochmal. Ne, warte, hier unten. Oh, noch. Jetzt versuch's nochmal. Yeah. Golem ist das Wort. Jetzt vielleicht sogar. Ja, letzte Runde. Hätte ich das vielleicht unten drunter grau gemacht, weißt du so? So ab hier. Ja, ja, aber es ist ein bisschen Kontrast, weißt du? Ja, es ist nicht so geworden, wie ich es wollte, aber das bin schon. Ich weiß zwar nicht, was du machen wolltest, aber okay. Ich bin mal dafür offen. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist. Wow, oh, Alter. Alter. Das ist richtig geil. Das ist mein Golem, hä? Lecko funny. Ohne Witz, das sind 10 Punkte für mich. Hammer. Also auch korrekt. Schon mit den dicken Linien, so mächtig. Korrekt, das sieht ein bisschen besser aus als deiner, Simon. Ja, aber meiner ist originalgetreu. Meiner ist tatsächlich ein Golem. Das andere ist ja moderne Quatsch davon. Alter, der Typ, man geht mir so hart auf die Eier. Komm, wir geben jetzt dauerhaft 10, da ist er noch vor uns. Yes, gewonnen! Ist das ein V oder ein R? Ja, ist R ist ein bisschen ausgeartet, ich weiß. Puve heißt das dann eigentlich. So, jetzt vergesse ich es nicht, direkt 5. What? Ah! Leider nicht mal. Simon! Original Golem ist aus Ton und steht. Ja, ja, ja. Augen, ja. Bis man ein Schriftstück in den offenen Mund reinlegt. Richtig, ey. Ja. Nix. Es ist auf jeden Fall richtig. Es ist auch gut. Es ist auch viel gezeichnet. Aber der Background fehlt mir leider. Ja, das war Martins Aufgabe. Und so. Also, oh, ich wusste ja gerade nicht, was du malst. Das sind für mich 7 Punkte, Simon. Ja, es geht. Es ist ein guter Golem, aber da fehlt mir ein bisschen was, muss ich sagen. Ja, ich weiß. Leider. Ja, mein Hintergrundsteam hat versagt. Das muss man intern noch klären. Alter, das war Hammer. So ein Golem Pillermann hat er sogar gehabt. Das ist nice. Eigentlich sollte das nicht sein. Da unten ist es zurück und nach vorne. Ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Dazu will ich jetzt aber ganz ehrlich mal kurz an den Chat appellieren. Wenn ihr richtig Bock habt, rechnet mal wirklich zusammen, wer wie viele Punkte hatte. Weil ich glaube, wir haben echt verloren, weil wir nicht gewotet haben. Ja, wir haben zweimal halt nicht gewotet. Weil ihr war leicht. Also, aber ja. Hat Spaß gemacht. Ja, ganz ehrlich, es ist okay so, Pascal. Wir wissen, wir hätten eigentlich gewonnen. Aber am Ende hast du wieder verloren vergeigt, und damit ist alles gut. Ray, das Ding ist einfach, ich darf bei Scribble nicht gewinnen. Genau, deswegen. Das war der Grund. Deswegen habe ich bewusst nicht gewotet. Wir dürfen dieses Gesetz nicht brechen. Sie haben selber vergeigt sozusagen. Ne? Ja, natürlich sind wir selber schuld, deswegen ist es für mich in Ordnung. Hat Spaß gemacht. Ich fand auch, Ferb hat es gut gemacht. Ferb hat immer Kopf an den verteilt. Danke. Und hätten wir ehrlich Punkte verteilt, hätte er immer 10 Punkte bekommen und gewonnen. Und gewonnen. Richtig, klar. Fürs Pikachu auf jeden Fall. Ja, Pikachu ist 10. Das kommt auch aufs Farbbild. Einfach random, gar nicht. Ja, aber das, ganz anders. Das war aber die einzige Zeichnung, die auch gut aber war. Aber da hat der Hintergrund gefehlt. Das war nicht so gut, ja. Da fehlt so ein bisschen der Farbbild. Das kannst du bei Photoshop nachträglich noch reinkriegen. Eben. So, machen wir's.
So Ash noch im Hintergrund und so, ne? Ja, auf jeden Fall. Peace out, Leute. Was ein Arsch im Hintergrund? Achso, ja. Ash. Naja, macht's gut, liebe Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.